Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Letztes Mal haben wir Gar rekrutiert und einige seiner Fans kennengelernt, und heute wollen wir uns kurz mal mit Items bzw. neue Rüstung entdecken. Apropos neue Rüstung, während ihr für Gar die Fähigkeiten lernt, solltet ihr auch hin und wieder mal einem Talestar begegnen. Das ist der Gegner, der im imperialen Camp auch war. Das ist eine komische fliegende Untertasse, falls ihr an die erinnern könnt. Und jedes Mal, wenn man die gegen den gewinnt, bekommt man ein grünes Barett. Am besten ist, wenn ihr ab jetzt drei grüne Baretts habt. Das müsste nicht reichen. Wir bekommen bald noch eins. Ich habe jetzt schon insgesamt fünf, weil ich etwas länger gebraucht habe, den Windstoß vom Marschall zu lernen. Und das heißt, wir kaufen uns zwar was, allerdings nicht allzu viel, und zwar zwei Magushüter für Celes und Terra nachher später. Dann einen Eisenhelm. Und noch eine Eisenrüstung dazu. Die werden wir allerdings noch nicht jetzt brauchen, sondern. Wobei, ich weiß nicht, ob man. Kann sie an die. Ah, hat schon eine Eisenrüstung, ja. Weil die anderen zwei können die Eisenrüstung sowieso nicht anziehen, also. Nicht so tragisch. Waffen gibt's auch, allerdings. Sowohl bei Sabin als auch bei Sian, als auch bei vielen anderen Charakteren, ist es so, dass die Spezialfähigkeiten, die sie haben, den Waffenschaden irgendwie nicht inkludieren. Also sowohl bei Sabin als auch bei Sian ist es mit den Spezialfähigkeiten so. Und deswegen zahlt es sich nicht wirklich aus, hier etwas zu kaufen, auch wenn die jetzt technisch gesehen besser sind als die anderen. Sie werden sowieso nicht in die Kalkulation mit eingenommen, wozu also kaufen. Es wird noch einige Zeit so bleiben, also natürlich werden wir Gegenstände finden, werden wir die auch nehmen, allerdings wird das eher selten der Fall sein. Oder eher seltener der Fall sein, und Geld ausgeben brauchen wir schon gar nicht. Hier könnten wir noch unsere Tonics aufstocken. Ich werde jetzt noch drei kaufen, damit ich 20 habe. Sie sind nicht so extrem wichtig, aber ja. Viel mehr als, also später als hier, sind die Tonics sowieso zu schwach, um irgendwie Sinn zu machen. Weil sie geben ja nur 50 AP her und wir haben schon bald 400 AP, und das ist, irgendwann zahlt sich das auch nicht aus. Ah, Moment, hier. Ich glaube, hier könnten wir theoretisch, ja, wenn ihr die 100 Gil fürs Inn nicht ausgeben wollt, könnt ihr hier umsonst rasten. Ja. Schade, ich. Wie gesagt, die paar 100 Gil, die man ausgibt beim Farmen von den Skills für Gar. Sind mehr als, also wiegen das, was man bei den Kämpfen bekommt, überhaupt nicht auf. Also, was ist mit den zwei hier? Ein schüchternes Liebespaar oder was? Ah, okay, ja, dachte ich mir fast. Dann, darunter geht's. Da in dem Haus liegt übrigens ein Soldat, der schwer verletzt ist. Den schauen wir uns später nochmal an. Zuerst gehen wir mal zu dem Typen hier. Der erzählt uns etwas über die Schlangengrube. Ja, das ist. Dort müssen wir später dann hin mit Grau, und um irgendwann weiter auch nach Nash zu kommen. Ja, hier kommen wir her, allerdings, das ist noch nicht Nash, sondern also nicht, noch nicht Nash und auch nicht Südfigaro, sondern Nikea. Ja. Wir machen hier eine kleine Weltreise mit Sabin in seinem Szenario. Was ist mit dir? Komm her. Okay. Was wir hier in Mobilis auch noch machen können ist. Oh, steht noch wer. Genau. Wir können eine kurze Briefsequenz uns anschauen, allerdings. Wenn ihr die volle Briefsequenz lesen wollt, dann solltet ihr sie jetzt noch nicht starten, weil sonst kann man sie später nicht weitermachen. Ich werde es jetzt auch auslassen. Das heißt, wir kommen später nochmal dazu zu erfahren, was dieser Bursche mit seiner Freundin schreibt. Allerdings erst viel später. Also wenn ihr jetzt hingeht zum Brief, den Brief nehmt und ihn vorlässt, dann startet quasi so ein kleiner Subquest, wo man immer hier den Brief nehmen muss. Dann muss man zu dem Schreiberling hier gehen.
der hier ist. Und der versendet dann quasi einen von uns geschriebenen Brief an seine Freundin, damit er, der arme Soldat, mit seiner Freundin kommunizieren kann. Hier gibt es übrigens noch ein Elixier. Und jedes Mal, wenn der Brief quasi abgesendet wurde, könnt ihr oben in den Shop gehen. Ups. Oben in den Shop hier, einmal in den Shop reingehen, den Jobkeeper anreden und dann liegt der neue Brief von der Freundin wieder beim verletzten Soldaten und alle sind zufrieden. Ich mache das jetzt allerdings nicht, das dauert mir zu lange und das ist jetzt noch nicht wirklich so extrem interessant. Ja, ich glaube, den kennen wir schon. Ja. Und das ist eigentlich alles, was wir im Mobiles machen können. Also nicht das Elixier vergessen und alles schön ausrüsten, in die hinterher reinstellen. Die Ausrüstung sieht momentan so aus. Wie gesagt, so viele grüne Barretts wie möglich stehlen. Die haben nämlich nicht nur gute Verteidigungswerte, sondern steigern auch noch unsere AP geringfügig. Ich glaube 10% oder so. Und dann müssen wir hier... Ich glaube hier irgendwo. Ist lustig, dass jetzt gar keine Zufallskämpfer kommen. So, ja, hier sollten wir richtig sein. Oder auch doch nicht. Ah, falsche Halbinsel. Etwas weiter rechts gehören wir nämlich noch. Da ist nämlich der komische Berg, den uns dort zeigen wollte. Und zwar hier. Gibt's auch einen tollen Eingang da irgendwo. Genau. Lustig, das war so ein Telstar jetzt. Jetzt habe ich noch ein grünes Barett bekommen. Jetzt habe ich mittlerweile schon 6, glaube ich. Ja, 3 auf und 3 im Inventory. Und eigentlich wollten wir hierher. Ab hier können wir auch wieder bei Sabin einen zweiten Ohrring anlegen. Und die Schleife lassen wir, weil die Schleife ist eigentlich nur dafür da, um beim Telstar Blitze zu machen. Weil wenn man den Telstar mit einem Blitzangriff von Sabin versucht, Telstar Sabin quasi in den Berserk-Zustand zu versetzen. Das wollen wir natürlich nicht. So, und jetzt sollen uns gar mal die glänzenden Dinger ausgraben hier. Keine Ahnung, was er macht. Ja, das glänzende Ding, es wurde nicht genau erwähnt, aber das glänzende Ding, das Grau hier dauernd meint und Grau hier dauernd sucht, das kann uns helfen weiterzukommen und ohne das kommen wir auch nicht weiter. Allerdings müssen wir zuerst, oder können wir uns zuerst einige andere Sequenzen mit Grau anschauen, wo er nichts findet oder nur kleine Sachen findet. Keine Sorge, kommt aus dem Dungeon hier nicht raus, ohne das wirklich wichtige Story-Item zu finden. Hier bekommen wir einmal einen Tonic, ja. Und da oben gibt es auch noch eine Szene. Ich finde Gar lustig. Und vor allem sehr nützlich. Aber wenn ihr normale Zufallskämpfe mit Gar bestreitet, ist er wahrscheinlich am besten, solange die Gegner nicht gegen Feuer irgendwie immun oder absorbierend sind. Solltet ihr Templer nehmen, die könnt ihr schnell auswählen, sind nur das zweite von oben auf der linken Seite. Und der teilt meistens Feuer 2 aus und meistens gegen alle Gegner. Das heißt, alle Gegner sollten sehr schnell klein beigeben mit dieser Taktik. Wenn es wirklich stärkere Gegner sind, dann könnt ihr natürlich den Marshall nehmen, der mit seinem Windstoß wirklich alles dann zerlegt. Sollte nicht... Ah ja, hier genau. Da findet Gar den echten Schatz. Und zwar ist es ein... Ja, auch wenn man es nicht gut erkennen kann, es ist ein Taucherhelm. Ja, vielleicht. Ist nur die Frage, wie ihr zu dritt unter Wasser damit atmen könnt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sobald ihr den gefunden habt, geht ihr automatisch hier runter und Sabin und Sean springen mal in den Fluss rein. Und auch wenn sich Gar am Anfang kurz ziert, er wird uns folgen. Ja, übrigens, nicht vergessen, das Gewinnspiel läuft natürlich weiter. Also einfach Daumen hoch und Kommentare hinterlassen. Dann gibt es irgendwann Spiele am Ende des... am 20. Folge werde ich da die Verlosung machen. Und irgendwann Folge 21, 22 werde ich dann wahrscheinlich bekannt geben, wer
wer gewonnen hat und was sie genommen haben, wenn sie sich schon ausgesucht haben. So, hier sind wir quasi im Untergrund, in einer Untergrundströmung gefangen und können nicht nur Zufallskämpfe ausfechten, sondern machen wir hier gleich Templar. Und ein Trommeln, das sollte, glaube ich, reichen. Und hier kann man sich immer bei manchen Weggabelungen entscheiden, ob man links oder rechts will. Ich würde empfehlen, immer rechts zu gehen, weil dann kommt man zu den Schätzen und links gibt es zumindest zwei, die ich mich erinnern kann. Moment. Ja, rechts gibt es Schätze und links gibt es mehr Gegner. Also wenn ihr mehr XP braucht, was jetzt nicht der Fall sein sollte, dann einfach links drücken, ansonsten immer rechts gehen. Ich hoffe, ich habe jetzt die erste Abzweigung nicht verpasst, während ich meinen Guide gelesen habe. Ja, nicht wundern, ich habe zwar bei Sabin jetzt zwei Ohrringe drinnen, aber ich werde trotzdem weiter fast immer nur Trommeln verwenden, weil ich den Aura-Blitz sehr schlecht hinbekomme immer. Ich glaube, wir müssen jetzt bald bei der ersten Abzweigung sein. Ja, das ist auch die erste Abzweigung. Da gibt es, glaube ich, einen X-Trank, sehr gut. Dann geht es weiter und gibt es, glaube ich, noch so eine kleine Höhle. Einfach während der ganzen Fahrt nach rechts drücken, dann solltet ihr immer dorthin kommen, wo die Schätze vergraben sind. Und natürlich auch Zufallsgegner, allerdings nicht ganz so viele. Etwas, was ich noch nicht so gar gesagt habe, wenn er die Gegner imitiert, dann bleibt das für den ganzen Kampf so. Und das hat die Folge, also hat noch dazu zur Folge, dass er nicht nur die Angriffe der Gegner bekommt, sondern auch ihre Status- und Elementeneigenschaften. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Bombe imitiere, was auch funktionieren kann, das gibt's auch, dann bin ich immun gegen Feuer zum Beispiel, glaube ich. Ich glaube, Bomben sind immun gegen Feuer. Das werden wir später mal brauchen. Am Anfang ist es nicht so wichtig. Am Anfang ist es wichtiger. Oh. Geht's denn hier rüber? Ich habe das Feuer vergessen hier. Moment kurz. Oh, ich bin natürlich dumm. Da kommen wir später hin. Und zwar ziemlich bald allerdings. Müssen wir zuerst ein kleines Rätsel lösen. Und zwar hier gibt es Wasser, da können wir nicht rein. Allerdings, wenn wir da auf den Schalter hier steigen, den man wahrscheinlich nicht ganz so gut sehen kann, allerdings einfach vertrauen, hier ist ein Schalter, dann können wir durch das Loch durch und kommen bei der Kiste wieder raus. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, genau. Und da ist ein grünes Barett drinnen. Brauchen wir die natürlich jetzt nicht mehr. Das ist das, was wir quasi gefunden hätten. Jetzt haben wir, wenn ihr nur drei hattet vorher, dann habt ihr jetzt vier und könnt quasi eine ganze Party ausrüsten mit grünen Paris, was auch der Sinn davon ist. So, und ich glaube fast, dass wir bald hier sein sollten. Ja, genau. Das war's mit der kurzen Unterwassersektion. Okay, hier gibt es ein Schiff. Das Schiff fährt nach Südfigaro, glaube ich. Bevor wir allerdings nach Südfigaro aufbrechen, wollen wir uns Nikea selbst mal anschauen. Und da gibt es ein Café, das schauen wir uns gleich an. Da gibt es eine lustige Szene. Okay. Ah, ich glaube, das ist auch Gau. Gerne, wenn du tanzen willst. Unzüchtige Dirne. Sianis hat aber ganz schön einen Stock im Arsch, oder? Soll sie sich nicht dozieren? Ja, Sabin hat da schon Erfahrung, wenn ihn die Frauen anbraten. So, das war's schon. Mehr gibt's im Café hier nicht zu sehen. Ah, okay. Offenbar war das Imperium fleißig, während wir die Szene hier mit, oder das Szenario mit Locke hier
machen. Das ist ein guter Verkaufspitch. Wir könnten uns Feenringe kaufen, brauchen wir allerdings jetzt nicht mehr. Wenn ihr wirklich Feenringe haben wollt, gegen was schützen die eigentlich? Keine Ahnung, ich glaube gegen Stein und noch irgendwas, dann könnt ihr die hier kaufen. Das ist jetzt nicht so wirklich extrem wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir hier hier kaufen wir noch Seidenwesten. 2. Ja, genau. Konnten wir vorher auch nicht machen. Geld solltet ihr ja genug haben. Seidenwesten sind natürlich für Terra und für Celes nachher. Hier gibt es noch Waffen, aber wie vorher schon dasselbe. Sie machen ja nicht wirklich viel besser, deswegen zahlt sich's nicht aus. Oh ja, das haben wir mitbekommen. Ja, hallo, ist schon gut. Oh, das ist eine kleine Insel, oder wie? Hier können wir noch Zelte und... Oh, Zelte und Schlafsäcke. Ich werde noch auf 10 Schlafsäcke aufstocken. Ich habe momentan jetzt genug Geld. Und 5 Zelte ist genug eigentlich. Also brauchen wir nicht mehr. Dann gibt es hier noch ein Inn. Das brauchen wir jetzt allerdings nicht verwenden. Oh, okay, also können wir hier nicht weg. In den ganzen Kisten und Tonnen hier gibt es nichts zu holen, soweit ich mich erinnern kann. Ich muss noch kurz schauen. Ah, ich habe was vergessen. Und so weiter unten. Ja, da oben in der Stadt gibt es auch nicht mehr allzu viel zu sehen. Schauen wir kurz mal rauf, wenn mich der komische alte Typ nicht durchlassen will. Gibt es keine Sachen, also keine Gebäude, wo wir reingehen können. Da geht es raus auf die Weltkarte. Brauchen wir jetzt allerdings nicht machen, weil wir können durch den Erdrutsch sowieso nicht weiter. Etwas habe ich noch im Inn vergessen, und zwar da oben ist eine Uhr, und da gibt es ja ein Elixier in der Uhr. Sehr gut. Und übernachten könntet ihr natürlich auch, brauchen wir jetzt allerdings nicht. Ja, Seven-Szenario ist sowieso bald vorbei, hoffentlich zumindest. So, nachdem wir uns hier quasi fast alles angesehen haben, ich glaube hier drüben gibt es auch nichts mehr Interessantes. Gehen wir zum Schiff und aufs Schiff drauf. Oh. Wenn ich es schaffe, hier die Stiegen zu bewältigen. Und lass uns einfach nach Figaro Süd fahren. Und was ist in Figaro Süd erwartet? Und ob wir die anderen treffen, dann in Narsch, das sehen wir dann nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VI. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.